Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Engelbert-Strauß-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 49,86 €, glaube ich, zuzüglich Versandkosten. Buy More, Save More nennt sich das ganze Modell ja. Also wenn du quasi 2, 3, 4, 5 Kalender kaufst, also wenn man sich ein bisschen zusammentut mit ein paar anderen Leuten, kann man immer wieder ein bisschen Geld sparen und natürlich auch die Versandkosten etwas aufteilen. Ne? Weil ich fand das jetzt ganz schön happig. Ich habe da irgendwie 57 € oder so für bezahlt. Aber das ist es mir wert, denn ich schenke diesen Adventskalender bzw. den Inhalt nach diesem Video gleich meinem Freund. Der wird sich freuen, das weiß ich. Und ich mache ihm einfach immer wieder gerne eine Freude. Es ist ein Werkzeug-Adventskalender und ja, ich stehe drauf. Ich stehe drauf, euch Werkzeug-Adventskalender zu zeigen. Ich stehe drauf, meinem Freund das zu schenken und sein strahlendes Gesicht zu sehen. Und vielleicht steht ihr ja auch drauf, eine Person in eurem Umfeld damit in der Weihnachtszeit glücklich zu machen. Es ist halt einfach ein Traum, das kann man nicht anders sagen, dass wenn man halt diesen Schuber außen entfernt, dass das Ganze aussieht wie ein ja, Koffer. Ne? So ein schöner Weihnachtskoffer. Werttechnisch ist auszurechnen, spare ich mir einfach mal an dieser Stelle, weil das immer wieder ein bisschen schwierig ist, weil solche Produkte kann man eigentlich nicht einzeln kaufen. In Kläppchen Nummer 1 habe ich hier einen Bithalter, der schön magnetisch ist. Oh, gefällt mir richtig, richtig gut, auch wenn da irgendwelche Magnete abgegangen sind. Das müssen wir uns gleich mal angucken, denn da steckt auch ein Bit schon drin. So schaut das aus. Das ist ganz praktisch, ne? Damit kann man halt die Bits aufnehmen und verwenden. Aber guck mal, irgendwie, das finde ich jetzt ein bisschen, ist glaube ich produktionsbedingt, ne, dass da irgendwie so Kram hinten dran hängt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, weil Engelbert Strauß war eigentlich, was so Werkzeug-Adventskalender angeht, einer meiner absoluten Favoriten. Da ist jetzt hier irgendwie was schief gelaufen, sodass der Bit hier auch gar nicht mehr richtig reinkommt. Da werde ich gleich meinen Freund beauftragen, das zu reparieren. Aber sollte er hinkriegen. Ja, denn in Nummer 2 haben wir direkt zwei Kreuzbits, Philips 1 und Pozi 2. Guck mal, das steht hier nämlich drauf, die man dann halt auch mit dieser Halterung zusammen verbinden kann. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und auch das hier ist magnetisch. Das sind zwei Verlängerungen, wo auch direkt schon Bits außen dran sind. Das ist eigentlich auch ganz cool. Müssen wir nachher mal gucken, wie das alles so muss. Ne? Da habe ich auf jeden Fall ein Torx 17er, ein Torx 115er, wenn das richtig hier ausgeschildert ist. Genauso ein Torx 17er und ein Torx 115er. Hä? Zweimal das gleiche? Warum? Das verstehe ich nicht. Hier haben wir die Nummer 4. Hier haben wir dann auch zwei Bits drin. Einmal ist das ein, müsste ein Außen Sechskant Vierer sein. Wie nennt sich der nochmal? Weiß ich gerade nicht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Inbus müsste das sein, ne? Und ein Philips Zweier. Das ist dieser hier. Also, ich muss sagen, ich habe ja keine, ich habe keine feinen Finger, ich habe aber auch keine groben Finger. Ich habe auch hier eine Nagelfeile, die mir manchmal hilft, aber die einzelnen Kläppcheninhalte rauszukriegen, ist nicht leicht. Am Tag von Nikolaus erwartet uns ein Maulschlüssel, ein Doppelmaulschlüssel in der Größe 6 und in der Größe 7. Die haben jetzt nicht nochmal eine Innenzahnverstärkung, das ist halt einfach glatt da drin. Also da ist der von Vera irgendwie so ein bisschen, ne? Wir kommen nachher noch zum Fazit und so, aber da war schon mehr Grip dabei. An Nikolaus haben wir einen Schlitzschraubenzieher enthalten, also einen ganz klassischen 5,5 x 80 mm steht hier hinten auch drauf. Und ja, das ist ganz klassisch ein Schlitzschraubenzieher. Ja. In der Nummer 7 haben wir wieder zwei Bits, das ist einmal ein Torx 25er und dann habe ich hier ein Pozi in der Nummer Größe 1. Man fühlt auch so ein bisschen, dass die noch außen etwas ölig sind, aber jetzt nicht so super krass ölig. Ne? Das ist halt so eine Schutzschicht, glaube ich, so eine Art Schutz drumherum. Die Nummer 8 darf machen, das ist kracht und da habe ich ein, ich würde sagen, Bitständer, oder? Da würde ich jetzt die Bits drin aufbewahren. Das hat hier auch noch so Schräubchen, da muss ich gleich mal gucken, ob vielleicht in der Nummer 10, die sehr, sehr groß ist, irgendwas dazu Passendes mit bei ist. Müssen wir gleich mal schauen.
In der Nummer 9 dürfen wir uns über gleich drei Sachen freuen. Das ist irgendwie cool. Da habe ich einmal den Torx in der Größe 10 drin enthalten. Dann habe ich hier den Torx in der Größe 20 enthalten. Das sind einmal diese beiden Bits. Und dann habe ich hier noch so eine Verlängerung. Da habe ich einmal auf der einen Seite ein Torx 8er und ein Torx 20er. Und das ist richtig ölig. Eieieiei. Wow, die Nummer 10 ist riesengroß. Und hier haben wir dann auch diesen Kasten drin enthalten, wo wir unsere Bits und Werkzeuge drin aufbewahren können. Den finde ich immer sehr gut. Mein Freund feiert die auch tatsächlich sehr und werde ich dann natürlich gleich schön herrichten. Und hier ist dann auch nochmal beschrieben, wie man das Ganze machen kann, dass du das drinnen oder auch draußen aufbewahren kannst. Also dieses Sortiment, dieses Bit-Sortiment-Gedönsen, ne? Schön wäre jetzt irgendwie so eine Anleitung, wo gehört jetzt was rein? Das wäre nice. Ich meine, so grob ist es hier aufgeführt. Aber auch nur grob. Mal gucken, ob ich das so reinkriege. In der Nummer 11 der ersten Schnapszahl haben wir zum einen einen Schlitzschraubenzieher mit 3x80 drin enthalten. Und hier ist noch irgendwie so ein Zettelchen drin. Prüfbeleg. Aha, okay. Naja, Herr Bearbeiter PFR, also so super ist das Ganze jetzt nicht gewesen, denn meine Bithalterung war jetzt ja ein bisschen im Eimer, ne? Halbzeit. Die Nummer 12 enthält zwei Bits wieder. Da haben wir einmal den Imbus in der Größe 5 und den Torx in der Größe 15. Klassisch. In der 13 habe ich wieder einen Maulschlüssel drin, einmal Größe 8 und Größe 9. Das ist dieser hier. Ist das 9? Ja, 9, so rumhalten, ja. In der 14 habe ich dann wieder zwei von diesen Verlängerungsdingern drin. Einmal Torx 9 und Torx 15. Und dann habe ich hier auch noch Philips 00 und einen Zweier Schlitz. Aha. Ich bin nach wie vor total verwirrt, dass ich halt einmal den Doppel drin hatte. Ich weiß nicht warum. Wir müssen vielleicht irgendwann das Ganze einfach mal herausfinden. Die Nummer 15 ist, das ist schön, das ist ein Halter und gleichzeitig auch eine Verlängerung. Oh, ne? Und hier sieht man so mustert normalerweise. Naja, auf jeden Fall, oh, haben wir hier einen Torx 40er drin und halt, ja, eine Verlängerung, ne? Schaut so aus. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Mein Freund freut sich immer über diese Verlängerung. In der Nummer 16 habe ich hier so einen Halter drin, der auch auf dieser Zeichnung zu finden war. Da gehören irgendwelche Sachen rein, muss ich gleich mal gucken, welche. Ich glaube, die Maulschlüssel kommen da rein. Und da haben wir auch schon wieder so ein Oschi-Teil. In der 17 entnehmen wir dem Adventskalender einen Maulschlüssel, einmal in der Größe 13 und in der Größe 10. Das ist dieser hier. Das ist halt super für so, außen Sechskant Schrauben und so oder auch zum Festhalten, zum Gegenhalten und so, ne? Und die sind gut. Sind vor allem auch recht schwer in der Hand. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember erwarten uns wieder drei Produkte. Da habe ich einmal Philips 1er und einen 4er Schlitz als Aufnahme drin. Und dann haben wir hier noch zwei Bits mit drin enthalten. Einmal Torx 20, den wir glaube ich schon hatten, kommt mir bekannt vor. Und den Torx 25. Habe ich irgendwas verpasst, dass man das noch irgendwie aufmachen kann? Und dann machst du dir da noch extra Bits rein oder so und dann hast du das, weiß ich nicht. Komisch, kommt vielleicht noch. Holla, die Waldfee. Die Nummer 19 ist nochmal separat eingepackt, denn da haben wir ein riesigen Maulschlüssel. Einmal in der Größe 17 und in der Größe 19. Das ist einfach so genial, wenn du mit so einem kleinen Ding angefangen hast, ne? Und dann so, ja, okay, wir werden immer größer hier. Ah, guck mal eine an. In der Nummer 20 haben wir dann dieses Ding hier drin enthalten. Das ist dann wohl die Aufnahme für diese langen Viecher, die wir hier drin hatten. Ja, Entschuldigung, es haben bestimmt Menschen dafür die 1A-Bezeichnung und ich stehe hier und fühle mich dann wahrscheinlich blöd. Aber dann kannst du das hier nämlich so festdrehen. Ich habe das Ding noch nicht so richtig ergründen können. Ne? Das muss ich noch herausfinden, wie man das ganz genau verwendet. In der Nummer 21 haben wir jetzt diese Aufnahme, die sich sehr wahrscheinlich dann auf diese Teile hier bezieht. Ja, das müsste so sein, denn das passt hier 1A hinein.
In der Nummer 22 erwartet uns ein Schraubenzieher mit Philips 2 Aufnahme. Das ist einmal dieser hier. In der Nummer 23 haben wir hier auch so ein langes Vieh drin mit Philips 0 und 3er Schlitz. Aber dann fehlt mir theoretisch, das haben die dann verkehrt gemacht, der Torx 6er und der Torx 10er. Da haben die mir zweimal hier diesen hier reingepackt aus Versehen. Das werde ich reklamieren, denn das ist natürlich blöd. Und es war auch in dem Kläppchen enthalten ein Imbus 6er. Ha, in der 24 habe ich erstmal ein Bildchen, wie ich das Ganze hier zusammensetzen soll. Das mache ich doch jetzt einfach mal. Leute, ich weiß echt nicht, was das ist, aber ich habe dieses Jahr echt irgendwie bei manchen Adventskalendern Pech. Hier habe ich auch irgendwie ein Bit zu wenig. Manche sind ja doppelt, das hatten wir ja eben schon, ne? Scheint aber okay zu sein. Sei denn, die Verlängerung muss da rein. Das weiß ich jetzt nicht. Passt aber nicht. Oder? Ja, doch. Ich habe jetzt die Verlängerung da einfach reingemacht. Und dann haben wir jetzt hier unser gefülltes Werkzeugköfferchen, das wir dann auch natürlich aufmachen können. Und so dann befüllt ausschaut. Schön ist definitiv, dass wir hier auch eine gute Auswahl haben an verschiedenen Produkten. Bits müssen immer sein, die kann man immer gut gebrauchen, auch dass wir hier so eine Bit-Aufnahme haben. Dieses Feinmechaniker-Werkzeug würde ich jetzt einfach mal so nennen. Weiß ich nicht, wann man das so genau braucht, ne? Aber an und für sich ist es auch ganz schön, dass es dabei ist. Diese Maulschlüssel gefallen mir auch dabei. Dann, dass wir halt so gängige Schraubenzieher auch mit drin haben, finde ich auch schön. Und mir gefällt einfach dieses Köfferchen-Design, das muss ich halt auch einfach dazu sagen, weil ich das sehr praktisch finde, sehr hochwertig. Tatsächlich finde ich das gut, aber in der 24 wäre ja noch ein weiteres Produkt drin gewesen und das haben wir hier. Und das ist LED-Inspektionslampe und sowas können wir immer wirklich gut bei uns gebrauchen. Oh, magnetisch scheint das alle hier zu sein. Das ist wirklich gut, wenn man halt so irgendwo mal hintergucken muss oder so, ne? Das ist immer eine klasse Geschichte. Drei Dreifach-A-Batterien sind auch mit am Start. Und dann hast du sowohl, also die kannst du hier so auch schön an die Hose mit dran machen, sowohl hier halt diese Lampe, ne, dass man da so um die Ecke gucken kann. Das ist wirklich gut und sehr hell. Und, oh, ich hätte gedacht, dass hier unten auch noch, Quatsch, hätte ich aber gedacht, dass da eine wäre. Nee, es ist nur hier vorne die Lampe. Genau, finde ich gut. Ist eine schöne helle Lampe, die kann man wirklich sehr gut gebrauchen. Und das wäre jetzt der Engelbert Strauß Adventskalender aus dem Jahre 2022. Ich habe da irgendwie relativ viele Fragezeichen zwischenzeitlich gehabt. Also ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn die direkt in die 1 halt auch diesen Werkzeugkoffer mit reingemacht hätten. Dass man halt auch weiß, wo man es reinpacken kann. Sonst fliegt das halt irgendwie 10 Tage lang zu Hause rum. Das finde ich halt irgendwie vom Gedanken her ziemlich blöd, ne? Und ja, schön wäre es halt, wenn man dann halt einfach irgendwie schon vorher irgendwie so eine grobe Info bekommt, wo gehört jetzt was hin, ne? Dass man die ganzen Sachen auch irgendwie zusammen hat. Ja. Aber an und für sich ist es ein schöner Adventskalender. Ich bin jetzt nicht so begeistert wie letztes Jahr, bin ich ehrlich, weil ich hier tatsächlich irgendwie dies, das, Ananas doppelt drin hatte und ich fand den letztes Jahr irgendwie cooler. Von der Hochwertigkeit her, ja, fasst sich gut an. Ich persönlich würde aber tatsächlich eher zu dem von Vera, war das, oder war das Viha? Ich bringe das immer durcheinander. Tendieren, den ich euch ja ganz zu Anfang der Adventskalenderzeit schon vorgestellt habe. Preislich tun die sich auch nicht viel, ne? Muss man wirklich sagen. Müsst ihr selber gucken, was jetzt tatsächlich inhaltstechnisch auch für euch schöner ist. Ich habe halt direkt am Anfang ein kaputtes Produkt drin gehabt. Das war dann vielleicht schon von Anfang an so ein blödes Geschmäckle dabei. Ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Normalerweise mache ich hier ja super viel Beauty-Content und so. Aber auch Werkzeuge ist tatsächlich etwas, was mich begeistert und wo ich halt auch schon in dem Bereich gearbeitet habe und wo ich halt auch weiß, dass ich meinen Freund mit glücklich machen kann. Und ich finde, das ist halt auch immer eine schöne Sache, das im Hinterkopf zu behalten. Ne? Denn ich habe wie viele Lidschattenpaletten? Sehr viele. Dann kann mein Freund auch sehr viel Werkzeug haben. Das ist halt so, jeder hat sein Hobby und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ihr Lieben, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Wuhu! Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!